Jetzt. Und zwar geht es um den sogenannten Pleistozän Park. Das ist ein Freilandexperiment im großen Maßstab, das im hintersten Sibirien, also in Russland, entsprechend stattfindet. Schon gar nicht mal so weit weg von dem bisschen Wasser, das zwischen Alaska und eben entsprechend Russland liegt. Also wirklich sehr weit weg von uns. Jedenfalls dieser Pleistozänpark ist also wie gesagt ein großes Freilandexperiment, bei dem versucht wird, eine Pleistozäne Fauna quasi wieder auferstehen zu lassen. Und dann schaut man mal, welche Auswirkungen eine Pleistozäne Fauna Zusammensetzung auf die Landschaft entsprechend hat. Hintergedanke ist der, dass das Ökosystem, muss man sagen, die sogenannte Mammutsteppe, so heißt es in Deutschland, nach dem Pleistozän, also das sind die Eiszeiten, das ist diese Eiszeit, Warmzeit, Eiszeit, Warmzeit, Eiszeit, Warmzeit und immer so weiter, Phase gewesen, also quasi im letzten halben Erdzeitalter. Wir befinden uns ja im Quartär, also im vierten Erdzeitalter, das setzt sich bisher zusammen aus dem Pleistozän, das wäre eben das, worum es jetzt geht, also dieser Eiszeiten, Warmzeit. Zeitenwechsel, dem Holozän. Das ist das, wo wir uns nach Meinung einiger Leute, wobei man sich da wirklich absolut streiten kann, bis ins 18. Jahrhundert hinein drin befunden haben. Und dann gibt es noch das Neozän, beziehungsweise ob das wirklich existiert, da darf man sich auch noch drüber streiten. Das wird auch viel diskutiert. Das wäre dann ab 1800 Ungrad und so beginnende Industrialisierung, also das Zeitalter, an dem der Einfluss des Menschen derart riesige Auswirkungen auf alle globalen Zusammenhänge bekommen hat, dass man da eigentlich von einem anthropogenen Zeitalter sprechen kann. Es wird auch gerne als Anthropozän bezeichnet und nicht als Neozän. Kann man sich, wie gesagt, wunderbar streiten. Übrigens, vor dem ganzen Krempel, da war noch das Tertiär. Das ist noch mal ganz viel länger her. Und dieses Pleistozän hatte eben noch eine zusätzliche Klimazone quasi, die wir jetzt nicht mehr haben. Und das ist die sogenannte Mammutsteppe. Das war so eine, ja, baumlose, tundraartige Steppenlandschaft. Die gibt es heute nicht mehr. Deshalb kann man nicht sagen, die sieht aus wie eine Tundra. Tut sie nicht. Und die sieht auch nicht aus wie die Taiga. Das ist nämlich ein Wald. So sieht sie ganz bestimmt auch nicht aus. Also es ist schwer zu sagen, auch aufgrund dessen, dass das schon eine Weile her ist, wie denn genau diese Landschaft eigentlich ausgesehen hat. Dass es sie gegeben hat, das wissen wir mit Sicherheit. Und warum hat es jetzt diese Landschaft gegeben? Weil auch während den Eiszeiten, und das Ding hat sich entsprechend ausgeweitet, wenn gerade mal nicht eine Eiszeit war, gab es eine Menge Land, das nicht von Eismassen bedeckt war und das auch auf der nördlichen Halbkugel. Und zwar zog sich diese Mammutsteppe so mehr oder weniger von Frankreich in einem breiten Streifen durch das südliche Sibirien, über die Nordhälfte des Himalayas, also nicht im Himalaya, sondern an der Nordhälfte entlang, bis eben ins tiefste Sibirien quasi hinein. Jetzt könnte man meinen, warum waren denn da bitte keine Gletscher? Das ist ja alles so wahnsinnig nördlich. Ja, nördlich davon, da waren dann auch eben entsprechend die Gletscher. Südlich davon, am Himalaya, waren logischerweise auch die Gletscher. Und dazwischen war halt eben diese Mammutsteppe. Und die hat sich eben wieder etwas ausgedehnt, wenn es wärmer geworden ist, und etwas zusammengezogen, wenn es kälter geworden ist, weil die Eismassen zurückgegangen sind oder eben entsprechend zugenommen haben. Andersrum. Also andersrum, als ich das jetzt gezeigt habe. Ganz grob gesagt. Das ist auch deswegen interessant gewesen, weil da hatte man auch ein ganz anderes Klima, nämlich ein ganz, ganz stark kontinental geprägtes Klima. Das heißt, extreme Niedrigwerte im Winter, durchaus sehr hohe Temperaturen im Sommer, also hohe Differenz zwischen den eben Extremen, geringe Schneemengen, geringe Niederschlagmengen. Damit geringe mikrobiologische Aktivität des Bodens und damit eine hohe Akkumulation von Biomasse. Heißt, wenn da irgendwas stirbt oder irgendein großes Tier hinscheißt, dann bleibt das mehr oder weniger liegen, weil die Bakterien aufgrund dessen, dass es entweder zu trocken oder zu kalt ist, nicht in der Lage sind, die Biomasse quasi umzusetzen und zu verbrauchen, zu veratmen, zu verstoffwechseln. Was kommt dann dabei raus, wenn man was verstoffwechselt, wenn man was isst? Wenn man ein Tier isst, immer CO2 oder Methan, wenn man ein spezielles Tier ist, das Ganze ohne Sauerstoff kann. Also quasi dann Vergärung. Das sind so die beiden gebräuchlichen Möglichkeiten. Natürlich gibt es da auch wieder Ausnahmen. So, und das ist eben nicht passiert. Und deswegen hat sich halt eben dieses ganze Zeug im Boden angereichert.
Das hat es auch deswegen getan, wegen diesen extrem niedrigen Wintertemperaturen, die nämlich dazu geführt haben, dass das Ganze dann durchgefroren ist, der gesamte Boden bis zu den obersten, naja, maximal ein halber Meter, der aufgetaut ist. Mehr wird das nicht gewesen sein. Und das nennt man Permafrost, also ständig gefrorener Boden, der ist eben nie weiter als diese 50 Zentimeter, sagen wir jetzt einfach mal, aufgetaut. Und all diese Biomasse, die sich da angereichert hat, hat sich dann eben entsprechend in Tiefkühlvariante gehalten bis heute. Jedenfalls heutzutage taut da erheblich mehr, als das da gefriert. Und das bringt jetzt das große Risiko mit sich, dass da halt eben die Menge an entsprechenden Treibhausgasen in diesen Böden drin ist. Das ist jetzt übrigens keine Mammutsteppe mehr. Das ist jetzt Tundra oder Taiga. Also das Ökosystem gibt es so nicht mehr, weil das darauf angewiesen war, dass die Gletscher davor und dahinter liegen und so weiter. Die gibt es ja alle nicht mehr. Aber der Boden ist halt mehr oder weniger schon noch der gleiche, und enthält vor allen Dingen eben noch die gleichen Mengen an gespeicherter Biomasse. Und wenn der jetzt auftaucht, dann wird das umgesetzt und dann würden halt diese ganzen Treibhausgase, die da bei der Umsetzung, beim Aufessen der Biomasse, weil die Bakterien dann zum Leben erwachen, weil sie dann eben entsprechend nicht mehr gefroren sind, werden dann jede Menge Treibhausgase frei. Und da habe ich mir jetzt nicht gemerkt, wie viele, viele tausend Tonnen das jetzt sind, wie viele Millionen und Milliarden und was weiß ich, was für eine hohe Zahl, habe ich mir nicht gemerkt. Was ich mir gemerkt habe, ist die Menge an CO2, die da im Boden steckt, in diesem Permafrostboden. Allerdings die Summe der Permafrostböden auf der gesamten Nordhalbkugel, muss man sagen. Also alle, das wäre, entspräche zweimal dem Abholzen der Wälder der Erde. Also wenn wir jeden Baum fällen und verbrennen, was da dann eben an CO2 frei wird, und das zweimal, das steckt da in dem entsprechenden Boden. Man muss also sagen, es ist eine Menge, die kann man sich noch irgendwo vorstellen. Ich habe am Anfang meines Studiums mehr oder weniger gelernt gehabt, das wäre so viel, da brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Wenn das entweicht, dann brauchen wir überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Da können wir uns dann eben entsprechend die Kugel geben, quasi so nach dem Motto. Das hieß es dann nicht ganz, aber so hatte ich das interpretiert, was es da geheißen hat, dementsprechend. Aber ja gut, wahrscheinlich stimmt das auch. Aber dass er so genau weiß, dass tatsächlich eben entsprechend niemand und irgendwelche lustigen Endzeit-Szenarien mit Zombies und allem Pipapo aufgrund von Klimawandel ist ja vielleicht auch ganz lustig. Also versuchen wir das mal optimistisch zu sehen. Nichtsdestotrotz hätte das Auswirkungen, die kein Mensch, auch nur ansatzweise, kein Wissenschaftler oder sonst irgendwer, außer so ein paar Leute, die sich halt da irgendwie wichtig fühlen, tatsächlich wagt zu prognostizieren. Das kann man wirklich nicht in irgendeiner Form absehen, was passieren würde, wenn das wirklich passiert, dass also sämtlicher Permafrost eben entsprechend auftaut. Davon mal abgesehen, dass in der Region dann so gut wie keiner mehr leben könnte, weil sämtlicher Boden einfach nur noch eine matschige Pampe ist. Man kann da also nirgendwo eine Straße bauen oder sonst irgendwas, wenn sämtlicher Permafrost weg ist, dann ist die Region völlig unpassierbar. Das wäre dann eine reine Sumpflandschaft, die wahrscheinlich so ein bisschen an die toten Sümpfe aus Mittelerde entsprechend erinnern würde, wem das was sagt. So, und da das so ist und man das vielleicht nach Möglichkeit vermeiden möchte, dass es zu dieser Situation kommt, gibt es da den Doktor, wie heißt er, Sergei Simov und dem seinen Sohn Nikita Simov und deren ihre weiß nicht, ob die Oma noch lebt, weiß ich nicht. Jedenfalls, also die Frau vom Doktor, weiß ich, keine Ahnung. Jedenfalls die Frau vom Nikita, die gibt's noch. Und seine drei Töchter, die gibt's auch. So, und die hocken da mitten im Nirgendwo. Und was machen die da? Die machen da Pleistozän. Das heißt, die wollen die Mammutsteppe aus dem Pleistozän, die ich ja schon beschrieben habe, also die Landschaft, bei der sich das ganze Zeug akkumuliert hat, was jetzt aufzutauen und wegzugasen droht, die wollen die gerne wieder haben. So, und wie machen sie das jetzt? Indem sie halt einfach die ganzen Viecher, die es im Pleistozän da gegeben hat, da wieder hinstellen und dann mal gucken, was passiert. Und dafür haben sie jetzt eine große Fläche eben entsprechend eingezäunt. Weiß nicht, wie groß, ist schon relativ groß. Also man kann schon auf jeden Fall sagen, die Ergebnisse sind relativ valide, die dabei rumkommen, weil es halt eine so große Fläche ist. Und da haben sie jetzt alle möglichen Rentiere und Moschusochsen und sonstige Viecher und irgendwelche Pferdchen und Hirsche und ich weiß nicht, was noch alles draufgestellt. Und sie möchten da noch viel mehr draufstellen und Bisons und ja,
Das ist auch gar nicht so wichtig, was man da alles draufstellt, beziehungsweise das ist schon wichtig. Die möchten da natürlich möglichst die Zusammensetzung haben, die da eben im Pleistozän auch unterwegs war. Interessant ist allerdings die Zahl, auf die man da kommt. 10 Tonnen Tier pro 100 Hektar. Und das ist schon eine gewaltige Menge an Großsäugetieren, die dann da eben entsprechend vorkommen würden. So, und jetzt ist die Theorie. Also mal davon abgesehen, dass das diverse Auswirkungen hat, dazu kommen wir gleich noch, ist die Theorie, dass das die natürliche Zusammensetzung der Fauna dieser Region wäre, wenn die nicht alle ausgestorben wären, beziehungsweise an der Stelle ausgestorben wären, wenn es den Mensch in dieser Form nie gegeben hätte. So, wir brauchen also quasi mehrere Tools, um das Ganze jetzt zu analysieren. Einmal die Mega-Herbivoren-Theorie, weil das ist nämlich quasi letztendlich eine bestimmte Denkweise, die man da haben kann, um halt eben damit umzugehen. Gehören diese Viecher dahin oder tun sie das nicht? Gehört das Ökosystem Mammutsteppe wieder hervorgehoben, wieder hergestellt? Oder ist das normal, dass das jetzt weg ist und das macht nichts? Das ist also so eine Fragestellung, die wir uns diesbezüglich stellen können. So, und die zweite ganz große Frage, die wir uns dann diesbezüglich eben stellen müssen, ist, ja, was bringt denn das? Wozu ist das denn jetzt gut? Muss das jetzt sein? Ist das zu irgendwas Nütze? Ist es. Aber dazu, dann kommen wir dann. Und dann haben wir noch das dritte Problem. Das ist was natürlich auf meinem Kanal sehr wichtig ist und definitiv eben diskutiert werden muss. Wenn man jetzt da diese Steppe herstellen möchte, die keine Bäume enthält und das auf dem Gebiet der heutigen Taiga und Randtundra, was muss man dann machen? Entwaldung. Und Entwaldung ist ja per se generell erstmal was, wo man sagt, nein! Und das ist auch per se generell immer erstmal richtig so, davon bin ich absolut überzeugt. In diesem Fall ist es aber verdammt schwierig. Und sau kompliziert und das rechtfertigt halt auch wirklich definitiv mal wieder ein Video. Also das ist ein so spannendes Thema, da hatte ich selten, seit langem kein so spannendes Thema mehr. Jetzt für mich persönlich. Ob das für euch dann auch so ist, das weiß ich nicht. Aber es ist schon wirklich was, da kann man sich ganz intensiv mit auseinandersetzen. Das habe ich jetzt auch viele Stunden lang echt getan. Ich habe mich da richtig reingehängt und da viel recherchiert und fand das auch extrem spannend. Folgendes. Also Grundproblem haben wir beschrieben, ne? Methan, CO2 dampft aus, böse, Klima, böse, böse, schlimme Dinge passieren. Braucht man gar nicht weiter drüber nachdenken, wenn man nur depressiv. Hauptgrund, warum man das jetzt tun sollte, diese Viecher dahinstellen, ist halt eben drei Hypothesen, die gegen dieses Ausgasen von dem ganzen bösen Zeug da im Boden eben entsprechend helfen. Und zwar sind das einmal die Erhöhung der entsprechenden Albedo, kommen wir gleich zu, dann der aufgelockerte, weggekratzte Schnee durch die Viecher im Winter. Und drittens eine Verdichtung des Bodens und damit einhergehende Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit des Selbrigen. So, die drei Punkte sprechen wir auch gleich an. Denn Wald, insbesondere Nadelwald, so ein dunkler Nadelwald, der hat eine Albedo, kommt immer ganz arg drauf an, von so 30, 40, 50%. Was ist jetzt eine Albedo? Das ist der Anteil vom Sonnenlicht, das, wenn es die Erde berührt, sofort wieder wegreflektiert wird, ohne irgendwas aufzuheizen. Und im Idealfall, mal abgesehen davon, dass es eben den Treibhauseffekt gibt, saust das dann quasi direkt wieder ab ins Weltall und ist fort und geht uns gar nicht auf den Keks. Was schlecht wäre, wenn wir eine zu dünne Atmosphäre hätten oder irgendwelche anderen Bedingungen hätten, die dafür sorgen, dass wir so gut wie gar keine Atmosphäre haben, weil dann hätten wir nämlich das gleiche Problem wie jeder andere Planet, den wir kennen, auch, nämlich man kann da nicht leben. Aber da das halt eben bei uns rein zufällig genau alles in den exakt richtigen Bereich sich befindet, ist es halt so, dass da dann wieder ein Teil von reflektiert wird und wieder zurück und dann wieder reflektiert und wieder zurück und es bleibt halt dann irgendwie da. Die Atmosphäre heizt sich auf, der Boden heizt sich ja auch noch zu eben den restlichen 70% auf und 30% wird halt lediglich reflektiert. Die Spannweite, diese Albedo-Werte, je nachdem, welche Oberfläche man eben hat, wo die Lichtstrahlen auftreffen, geht von ungefähr 100% Albedo, 99,5% kann man, glaube ich, maximal erreichen, rein rechnerisch gesehen. Das wäre dann Neuschnee, also diese extrem helle Schneefläche, von der man auch Sonnenbrand bekommt, wenn man drüber läuft. Das liegt eben genau daran, weil die Sonne mit nahezu der gleichen Intensität, wie sie runterbrutzelt, dann auch wieder hochbrutzelt und einem unter den Hut ins Gesicht. Ich sah da schon
schon mehrfach sehr lustig aus. Wer das schon mal erlebt hat, weiß, was ich meine. Also Neuschnee hat die höchste Albedo von allem. Sehr schlechte Albedo hätte jetzt Asphalt. Ganz miserabel. Der hat, glaube ich, 5%, 10%, irgendwie sowas. 3% kommt auf den Asphalt an. Also sprich, der nimmt 97, 95, irgendwie sowas, Prozent der Sonnenenergie direkt auf und wärmt sich eben entsprechend schnell dann auch auf, was man auch im Sommer wunderbar bemerken kann, wenn man mal versucht, barfuß über eine dunkle Asphaltfläche zu laufen. Also ich kann das nicht. Mir brutzeln dann die Füße relativ schnell weg. Das sind also so die Maximalwerte. Und jetzt gibt es waldtechnisch guter Wald und nicht so guter Wald. Und der nicht so gute Wald ist so ein dunkler Nadelwald, da die Färbung der Nadeln tendenziell dunkler ist als die von Laubblättern. Und je dunkler etwas ist, desto mieser ist die Albedo, desto mehr von der Energie wird eben entsprechend aufgenommen. Also Nadelwald, wie gesagt, so sagen wir einfach mal 30%, damit wir wissen, damit wir bei der gleichen Zahl bleiben. Laubwald sagen wir mal so 50 bis 60%. Einfach damit wir auch mal so eine Zahl im Raum schweben haben. Da gibt es noch Schwankungen, noch und nöcher, aber grob. So eine Steppe, so eine Grassteppe mit hellen Gräsern, insbesondere wenn sie dann so ein bisschen angetrocknet sind, weil es eine relativ trockene Region ist, immer noch, in der eben diese Steppe entstehen soll, vergleichsweise trocken. Die haben 70%, könnte hinkommen. Könnte hinkommen. 60% aber bestimmt auch. So, Laubwald hinpflanzen ist in der Region überhaupt keine Option. Das geht einfach nicht. Das ist der sibirische, der boreale Nadelwald. Da wächst nichts anderes als Fichte im Wesentlichen. Und das ist auch normal so und das ist auch immer so gewesen, seit eben immer. Mehr oder weniger. Also, sprich, wir hätten 30% bessere Albedo und das über eine riesige Fläche. Weil das Gebiet, über das wir reden, das ist riesengroß. Ich brauche jetzt, weiß nicht, wie viele Quadratkilometer, aber es ist wirklich gigantisch. Und da wäre dann 30% Albedo besser auf so einer großen Fläche durchaus ein wesentlicher Faktor, der dazu beitragen würde, dass einfach mal generell die globale Albedo um ein paar Prozentpunkte, da können wir wirklich 2, 3, 4% oder was, vielleicht sogar annehmen, verbessert würde. Das ist schon eine Hausnummer. Also, das müsst ihr mir einfach mal glauben, das ist echt eine Hausnummer. Wenig Maßnahmen, die man irgendwie für den Klimaschutz tun kann, hätten so einen Effekt. Jetzt einfach mal von der Albedo gesehen. Dann kommt jetzt noch erschwerend dazu, wenn wir da die ganzen Viecher hinstellen, die diese Landschaft offen halten und dafür sorgen, dass da diese Graslandschaft eben entsteht. Dann machen die im Winter das, dass sie den Schnee kaputt trampeln und wegscharren und aufbrechen, die geschlossene Schneedecke, die eine Albedo von 95% oder 90%, wenn es kein Neuschnee mehr ist, hat. Und die decken den Boden frei. Und das Gute ist jetzt, dass der Boden dann die ganze Kälte abbekommt. Der Schnee isoliert nämlich. Unter dem Schnee haben wir in der Regel so 0. Bisschen über 0 Grad, bisschen unter 0 Grad, kleines bisschen Frost, viel nicht. Der Schnee ist ein hervorragender Isolator. Der hält eben nicht nur das Licht fern, die Energie, sondern eben auch die Kälte quasi. Also, das ist wie wenn man jemanden die Bettdecke wegzieht, wenn man die Schneeschicht aufbricht. Ist das für den Boden, als würde man ihn die Bettdecke wegziehen. Im Winter, im sibirischen Winter. Das heißt, der gefriert einfach viel tiefer durch. Der Effekt des Nachfrierens des Permafrosts im jeweiligen Winter ist deutlich, deutlich größer, wenn die Schneedecke durchbrochen wird. Mit dem Nachteil, dass eine nicht mehr so geschlossen vorhandene Schneedecke die Albedo wieder deutlich verschlechtert. Also so eine zertrampelte Schneedecke, die hat dann höchstens noch eine Albedo von 70%. 65, 60, kann also bis zu 60 durchaus runtergehen. Aber nichtsdestotrotz hat man eben jetzt durch dieses Experiment nachgewiesen, dass es tatsächlich so ist, dass die Temperatur in einem Meter Tiefe, einem Meter Bodentiefe von minus 7 Grad auf minus 23 Grad oder irgendwie sowas. Nagelt mich mit den genauen Temperaturangaben bitte nicht fest. Aber es sind 17 Grad Unterschied. So viel habe ich noch im Kopf. Zwischen Nicht-Pleistozän-Park, also direkt nebendran, und Pleistozän-Park.
Und das sind Werte, die haben sie wirklich wissenschaftlich valide ermittelt. Das stimmt einfach. Also das darf man schon eben entsprechend glauben, dass das tatsächlich so ist. Und das bedeutet, der Boden gefriert also deutlich tiefer durch. Das heißt, es dauert im Frühjahr erheblich länger, bis er wieder in einer gewissen Tiefe aufgetaut ist. Und damit nimmt einfach die Menge an Treibhausgasemissionen aus dem Boden erheblich ab, wenn der viel mehr gefriert im Winter. Das Resultat wäre also, dass man überhaupt das ganze Ausgasen der ganzen Treibhausgase, die da in dem Boden vorhanden sind, um 30, 40 oder mehr Jahre nach hinten verschieben würde. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber dann passiert es ja trotzdem. Ich schmeiß mir Zeug um mich. Stimmt. Aber man hätte dann halt nochmal erheblich mehr Zeit, eben entsprechend zum Beispiel die Energiewende. Ob das jetzt die Lösung ist oder nicht, das kann man auch diskutieren. Aber andere Maßnahmen einfach noch voranzubringen, bevor der Super-GAU droht. Beziehungsweise man könnte durch die anderen Maßnahmen an anderen Stellen schon deutlich einsperren, dass eben, wenn der Super-GAU passiert, die Situation schon nicht mehr so kritisch ist und es dann generell nicht zu einem völligen Umkippen der Atmosphäre eben kommt. Oder was auch immer dann passieren wird. Wie gesagt, wissen wir ja nicht. Also das wäre so die Grundüberlegung, weshalb das gut wäre. Dritter Punkt, wozu das noch eben, warum das eine gute Idee ist mit dem Pleistozänpark. Die ganzen Viecher, die da rumtrampeln, die trampeln den Boden zusammen. Und das hat jetzt den positiven Effekt, dass ein Körper, umso massiger, umso fester er ist, desto besser er die Temperatur leitet, tut. Fast Yoda-Sprech, fast. Soll heißen, ein Stein, ein Granitblock. Wenn man sich auf den drauflegt und übernachten möchte, mal davon abgesehen, dass der relativ hart ist, das zieht einem sämtliche Körperwärme sofort ab. Warum? Der ist ein hervorragender Wärmeleiter. Macht das gleiche mal mit einem Brocken Torf, mit einem großen, großen, großen Bett aus Torf. Torf ist ein super luftiges Material. Wenn es trockener Torf ist, trockener Torf, wohlgemerkt. Nass ist nochmal alles anders. Nass klammern wir jetzt mal aus. Super luftiges Isolationsmaterial. Das ist einer der besten Isolatoren, die man im Boden so finden kann. Heißt, da brauchst du nicht mal eine Isomatte, da kannst du die einfach so reinlegen. Trockener Torf. Und das sogar im Winter. Da frierst du trotzdem nicht, wenn es ein Meter Torf ist oder irgendwie sonst was. Also vielleicht ein bisschen übertrieben und es kommt auf die Art des Winters an, aber der Unterschied ist ganz, ganz, ganz beträchtlich. So, und jetzt besteht so ein Boden in der Taiga, in der Tundra durchaus zu hohen Anteilen auch aus Torf, so der Durchschnittsboden. Und was nicht Torf ist, ist eine ziemlich lockere Geschichte. Und wenn dieses Wald, es wird auch ständig nass und quillt auf und ist eine sehr lockere, nasse Geschichte. Vor allen Dingen eben auch nass. Und nass leitet noch besser. Also sprich, wenn man sich auf den Stein legt und der Stein ist auch noch nass, dann wird einem noch schneller kalt. Weil Wasser immer auch ein sehr guter eben entsprechendes Leitmedium ist. Gilt auch für Strom, leitet so ziemlich alles ganz gut. Also auch Wärme. Und wenn wir jetzt einen Boden, der davor lockerer, mit viel Torf und ein guter Isolator gewesen ist, wenn auch nass, zusammentrampeln. Dann ist er A, weniger nass, weil er dann weniger Poren hat, in denen das Wasser drin stecken kann. Das ist schon mal gut. Dann leitet er schon mal erheblich besser. Und zweitens ist er kompakter und leitet deswegen auch noch mal besser. Die Wärmeleitfähigkeit des Bodens wird also erheblich verbessert, ob das jetzt gut ist oder nicht, dazu kommen wir gleich, wenn halt eben die Viecher dauernd drüber trampeln. Und das führt eben auch dazu, dass im Winter quasi die Kälteleitfähigkeit, die es nicht gibt, wieder dafür sorgt, dass die Frosttiefe erheblich zunimmt. Wenn dann gleichzeitig die Schneedecke wieder weggekratzt wird, das haben wir ja schon angesprochen, das gefriert durch bis zum geht nicht mehr gefühlt. Also im Vergleich zum normalen, nicht bearbeiteten Boden quasi nebendran. Haken bei der Sache ist, dass der Boden sich im Sommer natürlich auch wieder schneller aufwärmt. Bisher hat man aber eben beobachtet, deswegen kann man das vielleicht, man weiß es nicht, wiefern das jetzt an diesem Effekt liegt. Diese 17 Grad kälter als im nicht bearbeiteten Boden, die sind ein Fakt. Liegt das jetzt nur an der Tatsache, dass der Schnee weggekratzt wird? Liegt das daran, dass die Albedo besser ist? Liegt das daran, dass eben der Boden verdichtet wurde? Welcher dieser Faktoren jetzt nur positiv wirkt, wissen wir nicht. Aber alle drei zusammen, das wissen wir, dass die zusammen diesen Effekt haben. Das ist definitiv experimentell bewiesen. Woran das jetzt wirklich genau im Detail liegt? Weil alle dieser Faktoren haben ja auch irgendeinen negativen Effekt. Also sprich, die Schneedecke weg, Albedo schlechter. Boden dichter, ja, dann wärmt er sich auch schneller auf.
Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, und das ist auch eine wesentliche Erkenntnis, die ich an dieser Stelle anmerken möchte. Es handelt sich noch um ein durchaus nicht fertiges Experiment. Man kann also anhand dessen, was Sie jetzt bisher gemacht haben, nicht sagen, ja, das funktioniert, nein, das funktioniert nicht. Dafür ist es doch viel zu früh. Natürlich, diejenigen, die das betreiben, sind davon überzeugt. Das muss auch so und das ist auch vollkommen korrekt. Aber rein wissenschaftlich gesehen ist es noch viel zu früh, da jetzt irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen. Es ist aber ein unglaublich spannendes Projekt. Jetzt könnte man also hingehen und sagen, gut, wir wissen, Boden 17 Grad kälter mit dieser Methode als sonst. Dann lasst uns diese Herden überall weiden. Weiten wir das Projekt aus auf ganz Sibirien quasi. Jetzt mal spaßeshalber. Das will keiner in dem Ausmaß, aber jetzt mal spaßeshalber. Dann hätten wir sämtlichen Permafrost quasi gerettet und das Klima ist gerettet. Wäre jetzt erstmal so natürlich zu einfach, weil angenommen, das macht man. Jetzt spielen wir das mal durch. Was haben wir dann wieder für Nachteile? A, der Wald muss weg. Und wenn der Wald weg muss, dann muss er gerodet werden, beziehungsweise da muss man in irgendeiner Form was machen, dass der möglichst schnell wegkommt, weil das soll ja flott gehen. Und da kommt eigentlich letztendlich nur Umsägen, Abtransportieren im Idealfall in Frage, da das aber nicht an allen Stellen geht, wegen eben dem fehlenden Permafrost. Das heißt, man kann damit nichts rumfahren, was Baumstämme transportieren kann, weil der schon zu weit aufgetaut ist, der Permafrost, an vielen Stellen, nicht an allen, aber das wird demnächst jedenfalls so weit sein, dass man gar keine Holzernte mehr machen kann in dem Gelände, außer mit einem Amphibienfahrzeug vielleicht. Schwierig. Also erstmal technisch schwierig, schweineteuer, schwierig. Selbst wenn man das Holz dann verkauft bekommt, aber in der Menge bekommt man das nicht verkauft. Das sind riesige Holzmengen, das ist das größte zusammenhängende Ökosystem der Welt und besteht aus Wald. Nix als Wald mit ein bisschen Moor dazwischen, die Taiga, ne? Also der boreale Nadelwald ist schon was Krasses. Heißt, schwierig, 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 schwierig. Und wenn man es machen würde, hätte man halt eben dadurch, dass man jetzt mal sagen, praktikabel wäre eigentlich nur Brandrodo. Spaßeshalber, gehen wir jetzt mal davon aus, erstmal eine riesen CO2-Emission, also wirklich einen gewaltigen Batzen, den man dann sofort mal loslässt, um eben überhaupt die Chance zu haben, das Pleistozän-Park-Experiment auf Gesamtsibirien auszuweiten. Ist also schon mal ein Risiko. Das müsste dann also schon so gut funktionieren, dass innerhalb von relativ wenigen Jahren vergleichsweise diese enorme Menge an CO2-Belastung dann auch schon ausgeglichen ist. So. Jetzt ist es ja so, dass diese ganzen Viecher, diese ganzen Wiederkäuer, Methan pupsen. Das ist ja auch relativ bekannt. Kühe pupsen Methan und rülpsen Methan angeblich auch, aber es ist eher pupsen. Wie dem auch sei, da kommt man auch auf durchaus Hausnummern, die eine Rolle spielen. Das Gegenargument wäre allerdings, dass ein Auftauen des Permafrosts, ein großflächiges, jenseits von Gut und Böse Treibhausgase ablässt. Und die Anwesenheit von Rindern und Rinder, was heißt Rinder? Also so ein Bison ist schon auch ein Rind, aber halt ein spezielles. Die Anwesenheit der ganzen Tiere, sage ich jetzt einfach mal, das hat schon auch nochmal einen Treibhausgasfaktor, einen großen. Auch einen großen. Er ist erheblich geringer als das Abgasen vom Permafrost, aber es ist ein großer. So, jetzt haben wir also einmal die Sache mit dem Wald, der weg ist. Dann haben wir die Sache mit dem pupsenden Tieren. Und was wir jetzt noch haben, grundsätzlich eine Umwandlung von einer Landschaftsform in eine andere bringt immer damit sich, dass sich da dann auch meistens irgendwelche gespeicherte organische Substanz im Boden erstmal davon macht. Insbesondere wenn man Wald rodet. Also einfach, wenn der Wald mal weg ist, dann fällt ja das Licht nicht mehr auf die Bäume. Der Wald hat ja eine isolierende Funktion, das habe ich euch schon 17.000 Mal erzählt, dass der erstmal dafür sorgt, dass das ganze Licht gar nicht erst am Boden ankommt, sondern in den Baumkronen hängen bleibt. Sprich, im Wald ist es ein bisschen kühler. Das gilt jetzt im sibirischen Nadelwald nicht so sehr wie bei uns, weil der nicht so dicht ist wie unserer. Aber es spielt auch nochmal eine gewisse Rolle. Heißt, wenn man das ganze Zeug dann da wegmacht, eben entsprechend die Bäume, teilweise sind noch wegbricht und jede Menge Bodenverwundungen verursacht, bis eben rein in diesen Permafrost, dann taut da erstmal alles erheblich schneller auf. Da wird also jede Menge Zeug erstmal freigesetzt. Der ganze oberflächlich liegende Humus, der jetzt durch die Bäume beschützt wird, wird auch erstmal umgesetzt. Wir hätten also nochmal Faktor X an kurzfristig frei werdenden Treibhausgasemissionen. Wie viel das genau ist, das muss man noch genau. Also deshalb arbeite ich gar nicht mit Zahlen, sondern sage einfach nur mal,
Ein Faktor. Und der wird auch definitiv eine Rolle spielen. Das wird schon eine Hausnummer sein. Vorteil, das ist ein einmal anfallender Faktor, genau wie eben, dass die Bäume weg sind. Wenn man jetzt sagt, der mag groß sein, aber immer noch nicht so riesig wie diese gewaltigen Mengen an Zeugs, was im Boden drin hängt, und diese Tiergeschichte so super effektiv ist, dann lohnt sich das. Das könnte sein, das weiß man nicht. Wie gesagt, das könnte immer noch sein. Das ist immer noch durchaus realistisch, da kann man also schon drüber nachdenken.